Herzlich willkommen zurück zu Mario & Rabbids Kingdom Battles. Ich habe die vorherige Runde, bevor Junior Bowser kommt, mal direkt selbst übernommen. Und ich muss jetzt mal eben die Einheiten austauschen, denn Peach ist ziemlich mitgenommen aus der letzten Runde. Wen nehme ich da mit? Ihmchen? Vampir ist halt ziemlich geil. Ich weiß es nicht. Peach wäre halt geil zum... Ich nehme mal die beiden Rabbids mit. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich das machen soll, weil wir müssen ihm ständig ausweichen, so dass er nicht zu uns läuft. Ihn aber auch irgendwie mal Damage machen. Und die kleinen Valkyren, die gar nicht so klein sind, wegmachen. Weil die sind mega ätzend. Das wird anstrengend. So, und er läuft ziemlich weit. Er hat aber keinen Fernkampf. Also, der muss zu uns laufen. Und das wird halt super ätzend. Vor allem, wenn die Valkyren hier Schilde machen ohne Ende. Ja, pass auf. Man kann den Ding nicht ansliden. Das muss aber weg. Und immun gegen Honig ist es auch noch. Dann stellen wir uns mal so nah an den Rand wie möglich. Vielleicht wäre Luigi doch nicht so schlecht, weil er halt weit schießen kann. Aber das ist alles echt ein Problem. Die Vision ist eigentlich dumm, weil wenn wir die Vision machen und er die abgeschossen werden, man kann das Ding nicht ansliden. Ne? Dann macht das Ding weg, Peach. Jetzt ist auch die Frage, wo geht das Bowser Jr. Ding zuerst hin? Der funktioniert wie ein Grobian. Funktioniert wie ein Grobian. Wenn ich hier stehen bleibe, kommt er gleich zu mir gelaufen. Pass auf, ich bleib aber mal hier stehen. Mach zur Sicherheit mein Schild an. Und du auch. Gucken, wo der jetzt hinläuft. Das meine ich. Eigentlich ist die Vision total dumm. Jetzt kommt er bis zu uns gelaufen. Ja, das ist dumm. Die Vision dürfen wir nicht benutzen. Ja, das ist dumm. Das ist dumm. Wir dürfen die Vision nicht benutzen. Wir dürfen das nicht machen. Weil immer wenn wir ihn abschießen, wird seine Reichweite verlängert. Jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Ich schneide das eben weg. Das ist so ätzend. So. Nächster Versuch. Ich gehe diesmal mit einem Range-Team hin. Ich glaube, Range ist das, was wir brauchen. Weil er darf ja nicht an uns ran. Wir müssen mit Range arbeiten. Und immer nur einmal ihn angreifen. Und wenn er da steht in der Mitte, in dem mittleren Bereich, müssen wir dafür sorgen, dass er nicht angegriffen wird. Er muss in einem der Ecken in diesen Feldern stehen. Und wir müssen am besten im Idealfall ihn immer von diesen Ecken aus angreifen. Und deswegen brauchen wir Range. Und das wird anstrengend. Das wird anstrengend. Ich kann so ein Ding losschicken einfach. Ja, komm. Oh, das ist... nicht so gut. Glaube ich. Valkyren kriege ich hier nicht angegriffen. Wie sieht es von der anderen Seite aus? Auch nicht. Zumindest nicht, wenn Luigi zuerst geht. Warte mal. Ja, aber du kriegst das nur mit einer Bazooka hin, ne? Hier stehe ich so ungerne, weil der kommt da so schnell hin von der Mitte. Und er hat diese Anziehscheiße. Das ist halt auch... Treffen wir ihn damit? Das wäre uncool. Ja, scheiße. Okay. Okay, jetzt müssen wir ihn.
da wieder wegkriegen. Luigi kann nicht mehr schießen. Wenn wir hier hingehen, ist das mega risky, oder? Aber Mario muss... Nee, Mann. Mann, Mann, Mann. Manchmal würde ich mich echt gerne vorne Röhre stellen. Das geht schief. Das kann man nicht... Oh, das ist jetzt ein Problem. Das ist ein hartes Problem. Wer wird Luigi? Wir haben Mist gebaut mit dir. Richtig Mist. Keiner kann mehr schießen. Eigentlich ist es egal, was ich tue. Scheiße. Ich könnte die Vision anmachen. Dann kommt er aber. Kann ich die Vision auf einmal stellen? Die Doppel-Vision von Mario ist gerade kacke. Ich bräuchte die einmal. Nicht zweimal. Weil der kommt dann 100 pro hier hingelaufen. Aber das Ding steht noch im Weg. Das heißt, der macht sich dann auf den Weg zu Luigi. Wir versuchen es. Ich versuch's mal. So, jetzt dreht er sich um. So, und dann geht er gleich auf den Weg zu Luigi, während er zu Mario abbiegt. Nein, er kommt da nicht hin. Oh mein Gott. Das war gut. Das ist okay. Dafür ist das da. Das war gut. Das war sehr, sehr gut. Schieße ich ihn jetzt ab und dann mit... Die Valkyren müssen... Vielleicht soll ich auch einfach auf die Valkyren scheißen. Ich bin mir gerade unsicher. Also da steht er viel zu nah dran. Da auch. Aber vielleicht muss ich mich gar nicht viel bewegen, sondern einfach nur drei in verschiedene Richtungen positionieren und dann immer abballern. Verstehst du? Gerade ist halt für Luigi diese Karre da gefährlich. Aber, warte mal. Ich schieß ihn ab. LOL! Hätte ich das gewusst, hätte ich das schon viel früher gemacht. So, und jetzt macht Luigi gleich wieder. Mit seiner Vision-Stress. Kann sich sogar noch bewegen. Das heißt, wir können es sogar noch hier hinstellen. Damit wir ihn auf jeden Fall sehen. So, und eck ich den auch noch. Ich glaube, da warte ich jetzt. Das lasse ich jetzt erstmal. Ich würde es nicht riskieren. Jetzt läuft er zu Luigi. Luigi hat 2. Oh, das habe ich vergessen. Aber es sollte reichen. Sehr gut. Ah, fuck. Au. 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 Das war unglücklich. Die Valkyren müssen doch weg. Oh mein Gott. Bitte lass es nicht wieder schalten. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hilfe. Das war Unglück. Aber ich meine ja, das ist voll dumm, dass der diese Anziehkraft hat. Der kann voll weit laufen, wenn man ihn anschießt, weißt du? Und dann kriegt er noch diese Kraft, dass er einen zu sich ziehen kann. Das ist halt voll Murks.
Problem ist, Mario muss sich jetzt... Zu zweit ist das jetzt schon wieder eine ganz andere Geschichte. Mit dem Sack. Ja, ich werde mittlerweile ziemlich vulgär gegenüber diesem Gegner, weil der mir um den Sack geht. So. Mario. Hau den mal kaputt. So. Oh, der Stoß war sehr gut. Mach mal Schild an, man weiß ja nie. Ah, er kann über seine eigenen Gegner rennen. Oh, come on, dass der das auch... Okay. Soll mal recht sein. Mach du nur. Ich geh mal weg. Soll mal recht sein, was du da gerade getan hast. Das war ein bisschen dumm. Aber wenn du meinst, das war die richtige Entscheidung, ich spreche dir nicht in dein Leben rein. Wir können ihn anschießen, dann stampft er wieder auf sein Maschinchen. Hier kriege ich den, okay. Ich kriege ihn nicht, das ist gelogen. Ah doch. Stampft auf sein Maschinchen. Sehr gut. Oh, er hat nur noch 240. Wir sind so nah dran am Sieg. So nah. So nah, dass ich sogar sagen würde... Arschlecken. Mario ist nur leider nicht mehr in der Range drin, aber es überlebt er. Alles okay. Okay, pass auf. YOLO. Oh mein Gott, endlich. Yoshi! Ah, der berühmte Yoshi und mit keinem geringeren als Spawny. Das Glück scheint endlich auf unserer Seite zu sein. Aber wir haben keine Zeit zum Feiern. Bowser Jr. könnte jeden Moment zurückkommen. Wir müssen Spawny sofort von hier wegbringen. Und Yoshi, stimmt es, dass du eine eigene Insel besitzt? Haltet Abstand, macht ihm keine Angst. Spawny, bist du okay? Ja nun, wir freuen uns auch, dich zu sehen. Oh, tja, ich schätze, du hast eine Schneise der Verwüstung durch das Pilzkönigreich gezogen. Dank deines leichtsinnigen Umgangs mit dem Superfusionierer. Aber im Vergleich zu anderen kolossalen Katastrophen war diese nicht ganz so schlimm. Mal sehen, positiv ist ein... Ja, die Sorbet-Wüste war cool und wir wissen jetzt, wie Sorbet geschrieben wird. Mann, war das eine Überraschung. In 3 Zügen soll das gehen? How? Was? Yoshi, aufgesessen. Yoshi ist für die Schlacht bereit. Nutze den Fertigkeitenbaum, bevor du ihn in den Einsatz schickst. Jawohl. Oh mein Gott. Oh, Spawny. Oh, Fertigkeiten. Wir haben Punkte. Viele, viele Punkte. Nope.
Prinzessinblick stärken. Waffenparade stärken. Ja, das brauchst du mir nicht sagen. Ja, das brauchst du mir nicht sagen. Was ist das? Todsicheren Super-Effekt-Angriff. Ah, das machen die immer auf sich drauf. Rasereischaden. Sowas von erhöhen. Oh, er hat einen Bodenkracher. Ich muss sagen, der linke Skillbaum ist der wichtigste. Dann Bewegungsfreiheiten erhöhen. So. 40 habe ich noch. Dann machen wir das und das. So. Asphaltfressende Lichtwaffe gegen Valkyren. Gegen Hopsa. Aber da habe ich ja den Hammer. Brauche ich den jetzt nicht auch noch. Ach guck mal, jetzt habe ich die Hämmer doch bekommen, die mir fehlten. WTF. Das ist mal eine komische Reihenfolge. Gegen Gookie-Boos. Wird hammerhart. Aha. Was haben wir hier? 245 Schaden gegen Ziggis. Es wird aber heftig jetzt mit den Viechern hier. Luigi kriegt erstmal so einen Roboter, weil das ist schon ziemlich viel Damage. Ein Verteidiger. Gegen Hopsa. Peach hat... Es ist alles nur ein kleines Mini-Upgrade momentan. Aber ich vermute mal... Warte mal, Yoshi. Wieso sollte ich eine Waffe kaufen, die schlechter ist? Wieso habe ich diese Waffe? Warum ist sie nicht ausgerüstet? Warum habe ich die? Ist das eine Amiibo-Waffe? Ah, das könnte die Amiibo-Waffe sein, tatsächlich. So, wir graden dich mal direkt ab von 255 auf 265 Schaden. So. Ich hoffe, ich habe euch den Bosskampf ein bisschen kürzer geschnitten. Wieder vereint. Manche schreien ja immer, schneidet die Fails alle raus. Ihr wisst gar nicht, wie viele Fails ich bei den anderen Videos schon rausgeschnitten habe. Ach, ich habe Swanny dabei. Wir kämpfen jetzt zu viert? Spawny ist bestimmt... Der kann wieder nichts. Oh, ich muss bestimmt eskortiere Spawny-Mission machen. Nein. Nein. Oh nein, das dahin ist doch eine eskortiere Spawny-Mission. Ich sehe es jetzt schon. Hier ist irgendwo wieder was zum Schieben. Ich will das nicht. Ja. Jetzt müssen wir das genauso schieben wie da hinten. Wait. Das ist richtig. Aber ich krieg den doch nicht da hochgeschoben. Hä, das ist doch... Wie viele Steine sind denn hier? Ist das gespiegelt von der Röhre da? Weil dann? 1, 2, 3. So ist aber falsch. Warum sind da 4? Da unten ist auch noch einer. Hä? Ach, guck mal, da ist ein Rabbit. Ich
Ich verstehe nicht, was die gerade von mir wollen. Hä, Moment. Erstmal gucken wir uns da hinten den Rabbit nochmal an. Huch, hier ist... Ach! Ja, das ist gespiegelt. Ah! Dann... Aber dann ist doch die, der hier... Hä? Der und der? Das muss so anscheinend. Ich krieg's auch nicht mehr weg. So, und jetzt? Der ist anscheinend ganz oben. Und der hier? Mein Hirn käst. Wo musst... Dahin. Nee. Dahin. Jetzt haben wir hier noch einen. Der muss so sein. Aber was ist mit dem hier? Was ist mit dem? Den kriegen wir ja nicht mehr anders. Was wollt ihr von mir? Kann ich mir das von oben angucken? Da unten wird gekämpft, da will ich noch nicht hin. Warte mal. Wir trainieren, um Mario eines Tages zu ersetzen. Es tut mir leid, vorerst nehmen wir keine weiteren Rebel-Helden auf. So, warte mal. Das sind doch keine zerstörbaren Steine. Nein. Warum muss das denn auch noch gespiegelt sein? Ich dachte, da unten die Ecke zählt auch noch. Aber das ist kein... Wenn das der Weg ist, muss der Stein da... Eins, zwei, dahin. Ich muss irgendwie Anhaltspunkte nehmen. Von daher... Ist so richtig. Ich glaube schon. Jetzt ist dieser Stein noch viel zu nah dran. Was ist mit diesem Stein? Ich verstehe es nicht. Ich bin zu blöd für dieses Rätsel. Der da. Dann muss der da hinten... Hier sein. Das ist richtig, oder? So. Der hier ist nicht vorhanden. Ich glaube, das war das Rätsels Lösung. Moment, muss... Oh mein Gott. Ja, jetzt ist es... Oh mein Gott. Der ist nicht vorhanden, deswegen war ich so verwirrt, Mann. Ach doch, dann zählt der in der Ecke doch. Wie mies ist das denn? Der in der Ecke hat doch gezählt. Ich habe das gar nicht als richtigen Stein angesehen. Und da gibt es da irgendwie nur 5 Kugeln für oder was? 20 wenigstens, okay. Holy shit. Was ein Krampf. So. Da hat mein Gehirn echt gekäst gerade. Der hat mich endfertig gemacht hier und ich habe nicht gesehen, dass man den runterschieben kann. Was ein Schrott. Eskortiere Spawny. Ich sag's euch doch. Oh nein. Besteht das Spiel jetzt nur noch aus Eskortieren? Please not.
Ach, das ist Spawny. Ja, Spawny muss, Spawny muss. Er hat einen Eier... Der Eierbrecher. Nice. Erstmal die Sicht erhöhen. So. Brechen wir mal ein paar Eier. So. Und Duck. So. Huch, Mario kommt überhaupt nicht weit. Er kommt ja nicht mal bis... Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, da haben wir erstmal die Spawny-Gefahr ausgemerzt. Spawny kann jetzt, glaube ich, erstmal nicht angeschossen werden. Au. Ach so, ja, Vision geht... Oh nein. Spawny kriegt auf den Sack. Spawny kriegt auf den Sack. Hämmern wir den direkt tot? Ja, komm. Das Problem sind hier die Valkyren. Und die Cookie Boos, die nicht auf Visions reagieren. So. Kriege ich auch einen 100%igen Reichweite-Effekt? Super-Effekt-Reichweiten-Shit? Wie er sich auf das Ding stellt, war schon irgendwie stylisch. So. Mal ein Schild an. Der Heiler gefällt mir nicht. So. Spawny. Alter. Valkyren sind so gefährlich, ne? Und noch Granaten. Okay. Rabbit Luigi. Slide alle an. Na, alle kriegst du nicht, schade. Damit wir uns heilen. So, von welcher Valkyrie geht das Schild aus? Von der. Okay. So. Feuer. Könnte ich anschießen? Dann sind die Schilde weg. Auch okay. Und wir sind geheilt. So, ich komme gar nicht zu Yoshi. Das war gar nicht so geplant. Schade. Warum komme ich denn nicht bis Yoshi? Das ist ganz schön ätzend jetzt. Und Spawny hat keine Deckung hier. Das ist auch ziemlich ätzend jetzt. Stimmt, den können wir auch noch ins Gesicht drücken. Wenn man nur auf Spawny springen könnte, wäre das so viel hilfreicher. Stimme ich jetzt hier hin als Schild.
Damit sie nicht Spawny anschießen. Hat auch gut geklappt. Okay, hier den Spawny. Spawny Pawny. So, wir können einmal so machen. Oh, Yoshi, mit der Bazooka, ey. Ganz schön elegant, der Dude. Können wir beide ansliden. Oh mein Gott, das ist ja grandios. Das ist ja grandios. Hinweg. So, dann haben wir für Spawny auch keine Gefahr mehr hier vorne, sondern nur noch von hinten. Aber die, die von hinten kommen, die können wir ja mit der Vision aufhalten. Wenn die so weit kommen. Die spawnen ja gerade erst hinten am Spawn. So, kann ich es mal machen. Attacke. Das sind Valkyren. Ja, die kommen eh nicht so weit. Obwohl, die können springen. Ja, alles, was jetzt hinten kommt, ist egal. Ziehen es Spawny immer näher zum Ziel. Das schaffen die eh nicht. Mache mal den Eierbrecher an, falls sie kommen. Stelle ich hier hin. So. Einfach warten. Ja, das ist doch sehr gut. Oh oh. Kann sein, dass Yoshi jetzt noch ein bisschen Damage kriegt. Ja, ist okay. Aber bis Spawny kommen die nicht. Das ist halt das Gefährliche. Je mehr Valkyren, umso gefährlicher wird der Scheiß. Zünd den an! Oh, weißt du, ich werde immer angezündet, wenn einer gegen mich rennt. So, Spawny geht jetzt aber ins Ziel. So. Ein Zug zu viel! Nein, perfekt. Sehr gut. Ich habe jetzt echt gedacht, dass es ein Zug zu viel wäre. Okay, die war nicht so schlimm. Oh, ich sehe schon wieder Rätsel. I see. Rätsel. Oh nein, es ist jetzt immer, wenn ich einen Knopf drücke, so. Please don't. Please don't. Ich wollte das gar nicht drücken. Ich will eigentlich nur schon mal die Dinger hier wegmachen. Das wird ein Spaß. Da ist der blaue Schalter. So, jetzt komme ich hier hin. Nice. Was ist das? Eine Statue? Ist eine komische Statue. Nochmal. Sehr gut. So. Die brauche ich. Für die Plattform hier links. Da hinten links. Da brauche ich die. Kann ich da hinlaufen? Nee, ne? Ich verpasse doch 100% wieder. Irgendeine Kiste. Hilfe? Hm. Nur erstmal wieder zu einem grünen Schalter kommen. Warte mal, das war vielleicht gar nicht so doof. Kacke. Das muss ich so oft drücken, bis die Holzblöcke wieder kommen. Oh mein Gott. Da. So, dann haben wir die auch schon mal weg. Hier rüber. Zum grünen Schalter.
So. Jetzt muss ich wieder hier hin und hier. Aber jetzt muss ich den Grünen ja wieder drücken. Aber der Grüne hat doch so gut gepasst. Wo haben wir denn nochmal einen Grünen? Hier haben wir einen Grünen. Okay. Drücken wir den halt so oft, bis ich da wieder rüber kann. Und den Roten muss ich auch drücken, bis ich da rüber... Da ist noch ein Grüner. Ich könnte den Blauen jetzt... Ach. Das Spiel macht dich fertig. Jetzt komme ich da nicht rüber. Doch, wäre ich. Verdammte Axt. Och, kann ich die Kamera nicht einfach dauerhaft von oben haben? Ich glaube, das wäre zu einfach. Verdammte Mist. Da, diese Kisten triggern mich auch. Weg damit. So. So, jetzt komme ich hier rüber. Bis hierhin. So, und ich habe Zugriff auf einen roten und einen grünen Schalter. Da hinten wäre ich rübergekommen. Jetzt komme ich hier rüber. So, nein, komme ich nicht. Komme ich da hinten rüber? Nein. Zu blöd. Moment. Nein, da hinten wäre ich wieder rübergekommen. Ich verpeil das immer. Jetzt komme ich hinten rüber. Jetzt haben wir den blauen Schalter. So, jetzt muss ich den drücken, bis ich hier rüberkomme. So. Und was ist jetzt mit dem roten? Den kann ich drücken, bis ich einen grünen Schalter kriege. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Und jetzt muss ich drücken bis da. So. Und jetzt möchte ich ja. Den Pilz auch noch haben, aber egal. Was ist das hier? War jetzt so schwer, diese Kiste zu bekommen. Der meiste Aufwand war eh, durch den Weg durchzukommen. Was ist denn hier mit? Oh. Einfach nur ein Münzenparadies. Okay. Trotzdem. Ist das einfach ein Shortcut? Spiel. Gut. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Mario & Rabbids Kingdom Battles. Ich nehme den Part schon wieder über eine Stunde auf, aber ihr werdet keine Stunde bekommen. Hoffe ich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.